Heute zeige ich euch die Produktion von den Wachsbarren. Das ist ja hier das Kosmetikwachs. Ich glaube, ich habe schon mal ein Video hochgeladen, wie das mit dem Altwachs funktioniert. Das Altwachs, also Kerzenwachs, das verkaufe ich auch nur in großen Barren. Das Kosmetikwachs gibt es in beiden Größen, in klein und in groß. Und wir fangen einfach mal an. Die kleinen Tropfen, die hier sozusagen zur Seite geflogen sind, die kann man einfach mal so absplittern lassen, dass die nachher nicht in der Verpackung drin rumfahren. Ja, dauert eine Sekunde. Gleich fertig. Okay, ich arbeite mit Bienenwachs übrigens immer sehr gern auf ganz glatten Oberflächen, weil da haben wir dann folgenden Vorteil. Bienenwachs ist ja sehr splittrig im kalten Zustand und ihr seht, das geht hier ganz wunderbar alles weg. So, lasse ich aber erstmal da liegen. Wenn ich es jetzt in meinen Wachstopf reinschmeiße, dann bringe ich ja das Bienenwachs wieder in Wallung, auch wenn es nur wenig ist. Und wenn ihr ein sauberes Bienenwachs haben wollt von so einem Klärautomat, dann nicht erst oben reinschmeißen und dann unten rauslassen, sondern erst das saubere Wachs rauslassen und dann kann wieder die nächste Ladung reinkommen und dann natürlich ein paar Stunden warten. So, das da hier will ich euch nachher alles erklären, auch das Thema Mittelwände, da folgt dann bald das nächste Video, mal gucken, ob ich das heute schaffe. Aber wie gesagt, wir wollen zurück zu den Barren. Ihr seht, ich habe ein paar, habe ich jetzt vergossen, zum Beispiel das hier. Ich könnte mir jetzt die Mühe machen, mit dem Messer hier diese Nut abzuschleifen, aber vom Zeitaufwand her muss ich sagen, lieber wieder in den Wachstopf rein. Dann spare ich mir die Messerschnittaktion. Und sowas hier sieht ja wunderschön aus und ist ready für den Verkauf. Das findet ihr auch bei mir alles im Online-Shop auf bivital.com, auf Produkte klicken und dann Bienenwachs anschauen. So ein Wachsklunker liegt dann bei mir bei 4,50 Euro und der Barren wiegt circa 50 Gramm. Circa deswegen, weil tatsächlich ich so eine ganz kleine Schwankung im Gewicht drin habe. Das kann tatsächlich mal 49 sein, aber auch mal 53. Von daher die Produktbezeichnung circa 50 Gramm. Die Formen, es sind übrigens auch wieder aus der Lebensmittel Produktion, die habe ich tatsächlich zweckentfremdet, weil eigentlich sind das Kuchenbackformen, ich glaube für Brownies oder so, aber ihr seht, es passt ja ganz toll für die Bienenwachsproduktion. Die werden jetzt bei mir übrigens gestapelt, bis ich hier mit dem Produktionsschritt fertig bin. Und dann verpacke ich die in jeweils 30 Stück. Ich zeige euch mal das Endergebnis. Kosmetikwachs in den kleinen Barren, wird dann bei mir so verpackt. Jeweils 30 Klunker, dann kommt die Bezeichnung drauf, welcher Jahrgang. Das war jetzt von 2018 noch, schön. Übrigens, jedes Mal rieche ich das Bienenwachs auch einen Ticken anders da. So ganz prägnant wird, wenn die Bienen mal in Lavendelfeldern stehen. Das haben wir in Deutschland jetzt nicht in der Form. Aber es gibt tatsächlich viele Berufsimker, die kaufen in Frankreich ihr Bienenwachs ein, wegen den Lavendelplantagen. Und je nachdem, welchen Honig die Bienen eben in ihr Wachs einlagern, fängt dann eben auch dieses Produkt an, dementsprechend zu riechen. Wenn die Bienen zum Beispiel jetzt nur in der Tanne sind, oder in Waldgebieten haben wir definitiv ein anderes Wachsaroma, wie hier bei mir, wo es sozusagen eine Vielblüte ist. Also ich wandere ja nicht mit meinen Bienen. Das heißt, die Bienen sammeln hier alles Mögliche ein, was eben hier örtlich blüht. Und das kann tatsächlich auch mal völlig verschieden sein. Jedes Jahr hat deswegen mein Bienenwachs einen neuen Geruch. Natürlich riecht es immer noch nach Wachs, aber die Nuancen sind eben nochmal differenziert. Genau. Muss ich mal gucken, dass die Laufrichtung richtig ist.
Der hat jetzt auch hier so eine Nut. Den nehme ich wieder raus. Kann noch mal einschmelzen. Okay, dann können wir jetzt die großen Klötze noch rausholen. Das sind diese hier. Die muss ich jetzt nachher noch bearbeiten, weil die Nut hier, da werde ich mir die Mühe machen, ein Messer reinzugehen. Damit der Kunde nachher nicht da kleine Splitter übrig hat. Holen wir erstmal raus. Ihr seht, ich mache da ganz bewusst immer verschiedene Größen. Es gibt ja solche und solche Kunden. Der eine will mal mehr, der andere weniger Bienenwachs. Und wenn ich das in verschiedenen Größen abfülle, dann hat jeder auch genau das, was er braucht. Das hier zum Beispiel dürfte jetzt über ein Kilo sein, so 1,2 bis 1,3. Und ich glaube, ich habe das ja bei dem Video vom Wachsklärprozess euch gezeigt, dass sozusagen immer die Unterseite ausschlaggebend ist, wie sauber unser Bienenwachs auch ist. Und wenn man hier auf der Unterseite dann nichts mehr sieht, dann war der Reinigungsprozess dann auch dementsprechend erfolgreich. Deswegen habe ich mir die Mühe gemacht, das öfters zu machen. Und jetzt haben wir dieses Ding, wo ich, also wenn ihr mit Blubberblasen abfüllt, dann entstehen diese kleinen Einschlüsse hier und die sehen dann vermeintlich in der richtigen Lichtbrechung aus, wie wenn das Dreck ist. Ist es aber nicht, sind einfach nur Blubberblasen, muss man halt genauer hingucken. Trotzdem gilt man beim Abfüllen, dass man eben guckt, dass das die Oberfläche vom Bienenwachs eben keine Blasen hat, nicht dass nachher der Kunde desorientiert ist. Wir können eigentlich direkt jetzt anfangen mit dem Abfüllen und der Prozess ist ja hier einfach, Hahn auf, im Heißluft füllen das Kugellager, etwas erhitzen, ich zeig das mal. Schön voll geworden, so sieht's aus. Duftet auch sehr lecker. So, und wenn das Wachs fließt, dann sollte man die Geschwindigkeit runterdrosseln. Natürlich kann ich jetzt meine Zeit verbessern, indem ich voll aufmache und das Ding sofort voll ist. Dann haben wir aber diese Blubberblasen drin. Das ist das, was wir nicht haben wollen. Wie gesagt, ich gieße immer unterschiedliche Größen. Ich kann euch ja nebenher mal ein bisschen erzählen, was so die Menschen mit dem Bienenwachs alles anstellen. Also in den letzten 3, 4, 5 Jahren hat sich bei mir die Anfrage wirklich stark erhöht wegen Thema Bienenwachstücher. Das ist ja mittlerweile in doch sehr vielen Läden vertreten, diese organischen Plastikalternativen. Das könnte eben ein Baumwolltuch sein, mit Bienenwachs reingebügelt und bestenfalls noch Propolis dazu, weil es eben antibakteriell noch zusätzlich wirkt. Und wenn das Bienenwachs dann mit Jojobaöl vermischt wird, dann wird es auch schmiegsam. Und die Anfrage hat sich bei mir tatsächlich erhöht. Also in der Sekunde, wo die Supermärkte die B-Wraps und diese Bienenwachstücher im Sortiment hatten und das gut ausgeschildert war, sind die Menschen doch auf die grandiose Idee gekommen, hey, das kann man ja auch alle selber herstellen. Und ja, richtig, ihr braucht nur ein Baumwolltuch, Propolis und Bienenwachs. Die letzteren beiden habe ich. Baumwolltücher gibt es woanders da. Also das ist schon mal wirklich ein großer Teil, wo die Kunden Bienenwachs benutzen. Dann habe ich, und da fühle ich mich besonders geehrt, wenn dann Leute kommen, die Didgeridoo spielen und meinen Bienenwachs nehmen für das Mundstück. Das riecht dann auch immer ganz angenehm. Also ja, ich habe ganz viele Musiker bei mir im Kundenkreis, die das Bienenwachs zum Wachsen vom Holz nehmen, ihrer Gitarren oder was auch immer, oder eben als Mundstück benutzen. Dann habe ich Leute aus der Industrie, die nehmen Bienenwachs, um Öle dafür zu kreieren, zum Beispiel Schmierfette etc. Ich habe ganz viele Kunden aus der Kosmetikbranche, deswegen habe ich ja auch meine Betitelung, das
Naturwabenbaubienenwachs läuft bei mir als Kosmetikwachs im Sortiment. Und wenn jetzt jemand Kosmetik herstellen möchte, dann ist eben Bienenwachs so eine ganz tolle Basis. Da kann man jetzt verschiedene Öle reinrühren. Bienenwachs hat allerdings nur eine chemische, für immer feste Verbindung mit Jojobaöl. Die zweitlängste Verbindung wäre dann Bienenwachs mit Olivenöl. Fängt aber an, nach spätestens 2 Jahren unter Umständen ranzig zu werden. Deswegen empfehle ich, wenn ihr kosmetische Produkte herstellt, immer die Ölverbindung Jojobaöl mit Bienenwachs. Seid ihr auf der sicheren Seite, ist zwar teurer, aber dafür wird es nicht ranzig. Aber man kann auch ganz tolle Handcreme herstellen mit Bienenwachs auf Kokosnussölbasis. Wunderbare Gesichtscreme und Handcreme kann man damit herstellen. Gerade gestern war eine Kundin da, die hat Kosmetikwachs geholt, weil die für ihre Kinder Seife produzieren möchte. Ohne irgendeinen künstlichen Schnickschnack, sondern einfach nur auf Bienenwachsölbasis basierend. Eine Naturseife. Was kann man noch mit Bienenwachs nehmen? Ja, also Kerzen machen sowieso, ganz klar. Wobei das Naturwabenbauwachs, sprich Kosmetikwachs, wäre für die Kerzenproduktion viel zu schade. Man kann auch so einen Wachsklotz einfach auf die Heizung legen. Da wird es schön duftig in der Wohnung. Bienenwachs entfaltet ja sein Aroma bei Wärmeentwicklung. Und da Bienenwachs erst ab 65 Grad einen Schmelzpunkt hat, könnt ihr das auch wirklich auf eure Heizung legen. Ist mir nicht bekannt, dass eine Heizungsoberfläche die Temperaturen hätte, dass das dann anfängt wirklich zu schmelzen. Bienenwachs kann man auch Kindern als Knete geben. Das habe ich schon in der Schule gemacht und auch wo ich später an der Ausbildung war und angestellt war in meinem Leben, habe ich teilweise solche Bienenwachsklötze immer in meiner Hose gehabt. Und wenn es mir dann langweilig war, habe ich angefangen, daraus Figuren zu drehen oder irgendwelche Mandalas an die Wand zu kleben mit Bienenwachs. Kann man echt einiges von anstellen. Aber wirklich so diese Hauptanwendungsgebiete vom Bienenwachs liegen wirklich in der direkten Kosmetik. Und da könnt ihr euch ja vorstellen, wie viele tausende Rezepte es dafür eben gibt, mit Bienenwachs Kosmetik herzustellen. Wir haben in Deutschland so eine ganz blöde Regelung, dass Bienenwachs nicht wirklich eine gesetzliche Zertifikation hinten dran hat. Das kann man hier vielleicht für die Infos noch anmerken. Das heißt eigentlich im Realen für euch, wenn ihr Bienenwachs einkauft und da drauf steht 100% echtes Bienenwachs, dann heißt das leider nichts. Das ist in der Gesetzgebung nicht wirklich definiert. Bedeutet, wenn jemand 100% Bienenwachs draufschreibt und wir haben da eine Verstreckung drin mit anderen Wachsbereichen, dann würdet ihr mit der Klage noch nicht mal durchkommen, weil wir haben da eben keine Gewähr hinten dran. Anders da ist es mit anderen Bienenprodukten, Beispiel Honig. Wenn ich auf mein Honigglas draufschreibe, Beispiel Blütenhonig, und es ist eben doch ein Lindenhonig, mache ich mich schon strafbar wegen der Deklarationspflicht, ist dann in dem Fall nicht korrekt. Da hätte ich dann vielleicht Sommerblüte draufschreiben müssen, das umklammert so ein bisschen die Definition. Aber jetzt als anderes Beispiel, wenn dann da drin eine Zuckerverstreckung gefunden wird, dann habe ich mich ja gegen das Lebensmittelgesetz und gegen die Honigverordnung zweierlei strafbar gemacht. Das heißt, bei Honig könnt ihr sozusagen der Verpackung trauen. Wenn da drauf steht Honig, dann ist das auch Honig. Klar, immer mal wieder wird getrickst, aber durch die Gesetzgebung eben doch sehr gut definiert. Und diese Definition haben wir eben bei Bienenwachs leider nicht. Das heißt, für den Verbraucher ist das Einzigste, was übrig bleibt, das Vertrauen an den Produzenten, dass es eben auch wirklich sauberes Bienenwachs ist. Und wenn wir jetzt nochmal so in Realitätscheck reingehen, also ich bin jetzt seit 11 Jahren selbstständig und habe davor noch beim Bieneninstitut in Celle meine Ausbildung gehabt, die 3 Jahre. Danach war ich dann in Amerika und in Thailand. Und ich kann halt nur so, was meinen Erfahrungsschatz angeht, echt sagen, Leute, vertraut einfach am besten niemand, was das Bienenwachs angeht. Guckt euch die Produktionsprozesse an.
lernt den Produzent persönlich kennen, fühlt ihn auf den Zahn, stellt die richtigen Fragen zur Produktion vom Bienenwachs, dann kann man sich sicherer sein. Mein Erleben ist, ich vertraue ausschließlich nur meinem eigenen Bienenwachs, weil es durch meine Hände gegangen ist, von eben dem Anfang, wie die Bienen die Naturwaben bauen, bis hin zum Ende, wie ich dann eben hier im Arbeitsraum stehe und mein eigenes Bienenwachs klären tue. Bei mir bin ich da sogar so penibel, dass ich auch nicht Wachs von anderen eben kann annehmen, um das hier bei mir in die Produktionsprozesse zu geben. Ist mir alles viel zu riskant. Die Wachsanalysen, die mir weltweit bekannt sind, sprechen Bände. Wir haben eine wahnsinnige Verstreckung von dem tollen Bienenwachs im Weltweiten gesehen. Das ist sehr traurig. Da reichern sich nämlich jede möglichen Stoffe an. Prinzipiell gilt chemisch gesehen, dass Bienenwachs fettlösliche Pflanzenschutzmittel wie so ein Schwamm dem Volk rausnimmt. Man kann es da auch übrigens so ein bisschen in die Biologie reinschauen. Also die Biene hat als Kollektiv Bienenwachs mitunter als in Anführungszeichen ausgelagertes Immunsystem, weil Bienenwachs eben die Eigenschaft hat, fettlösliche Stoffe, die eventuell toxisch auf die Bienen reagieren, aufzusaugen und somit zu binden. Das heißt, rein von der Bienenbiologie betrachtet, ist es ja genau richtig. Ne? Tolle Naturerfindung, dass Bienenwachs fettlösliche, toxische Stoffe binden tut. Und in dem Fall ganz schlecht für uns, weil jetzt stellt euch mal vor, eure Bienen stehen in einem Rapsfeld und werden mit Spritzmitteln, also kommen mit Spritzmitteln in Kontakt, die fettlöslich sind, dann haben wir sofort dann ein Rückstandsproblem im Wachs sichtbar. Die wasserlöslichen Stoffe von Spritzmitteln, die sammeln sich übrigens im Honig an. Und wie gesagt, die fettlöslichen Spritzmittel sind im Bienenwachs drin. Wir haben relativ viel Import von Afrika, was Bienenwachs angeht. Auch da haben wir relativ viele chemische Stoffe drin. Das wird, also viele Rückstände kommen übrigens von anderen Ländern einfach aus der chemischen Varroa-Behandlung, die dann eben auch fettlöslich sind und ins Bienenwachs reinwandern. Das, was ihr im Regelfall so im Nicht-Imkerladen kaufen könnt, also Bienenwachskerzen irgendwo sonst in irgendwelchen Läden, achtet mal auf den Preis, wie günstig die teilweise sind. Also bitte nicht denken, dass das ein sauberes, hundertprozentiges Bienenwachs ist. Wenn ihr im Internet recherchiert, ihr findet da auch ein paar Hinweise, wie man selbst so Bienenwachs verifizieren kann, ob es gestreckt ist oder auch nicht. Da könnt ihr mal bei den Bieneninstituten gucken, die haben da verschiedene Methodiken mal für Endverbraucher rausgestellt. Wenn jetzt die Verstreckung allerdings klein ist, dann hat man da nicht wirklich Chancen, das zu erkennen. Man muss es dann ins Labor schicken. Und an dem Punkt möchte ich auch kurz informieren. Also bei mir wird Bienenwachs jedes Jahr ins Labor gesendet und auf Rückstände kontrolliert. Seit vielen Jahren sind bei mir keine Rückstände im Bienenwachs sichtbar. Klammer auf, nur die Mittelchen, die vorgegeben sind bei der Analyse, werden auch kontrolliert. Soll heißen, wenn wir ein Mittel drin haben, wo nicht auf dem Index steht zur Wachsanalyse, dann sehen wir das auch später nicht im Ergebnis. Ja, Klammer zu. Wir können natürlich die Rückstandsproblematik vom Bienenwachs deutlich reduzieren, indem wir einen vernünftigen Kreislauf mit unseren Bienen etablieren. Also eins der unvernünftigsten Geschichten finde ich, wenn die Bienen in Monokulturen gestellt werden, wo definitiv gespritzt werden. Ja, also da kann man mal fast jeden Sortenhonig von Feldern mit reinnehmen, Sonnenblume, Buchweizen, ganz speziell Raps. Also wenn die Bienen in solchen großen Feldanlagen stehen und der Landwirt fährt da drüber mit seiner Spritze, dann können wir Gift drauf nehmen, dass wir später eine Rückstandsproblematik in unserem Wachs drin haben.
Ja, übrigens auch hier gilt, dass ganz viele Betriebe ihr Wachs anbieten, trotz Rückstandsproblematik, was ich natürlich wirtschaftlich auch nachvollziehen kann, weil das ist dann ja ähnlich wie im Honig. Also es betrifft ja die ganze Lebensmittelbranche, wenn was drin gefunden ist und es unter dem Rückstandshöchstwert liegt, dann darf das trotzdem auf dem Markt. Die einzelnen Giftstoffe werden nicht zusammen addiert, sondern leider einzeln angeschaut. Wenn man das jetzt alles aufaddieren würde, würde man einen riesigen Schock bekommen und sagen, hey, okay, eigentlich gehört es gar nicht verkauft, das ist krebserregend unter Umständen, weg damit. Das betrifft aber, wie gesagt, nur die Lebensmittelgeschichte. Das, was mit Bienenwachs angeht, da haben wir, wie gesagt, keine gesetzliche Definition. Ich bin mir jetzt zum Beispiel gar nicht so sicher, dass wenn im Labor hier das Gerät fast explodieren würde an Rückstandshöchstmengen, also sprich, da wirklich ganz viel drin gefunden wird. Ich denke, über die aktuelle Gesetzgebung darf das trotzdem noch auf den Markt kommen, ohne dass da ein Hahn danach kräht. Das ist natürlich bedauerlich. Wir können übrigens unser Bienenwachs auch relativ, also von der Betriebstechnik, sauberer halten, wie das vermeintlich andere Bienenhalter im Karton, und zwar indem wir einfach immer wieder die Bienen frisch und neu bauen lassen. Durch eben dieses chemische Prinzip, dass Bienenwachs fettlösliche Toxine, Giftmittel anreichert, kann man jetzt ja davon ausgehen, dass je länger eine Wabe in den Völkern drin verbleibt, sich dann auch dementsprechend wesentlich mehr anreichert. Soll heißen, wenn ihr den Bienen immer wieder die Chance gebt, ganz frisch Waben zu bauen, dann können wir die Belastung im Bienenwachs rein über die Zeit schon mal stark begrenzen. Und das ist auch der Grund, warum ich zwei verschiedene Wachsqualitäten anbiete auf dem Markt. Und zwar das eine, die Bienen bauen frische Naturwaben. Die werden ausgeschmolzen. Das ist das Wachs hier. Dieses Bienenwachs war ganz jung im Bienenvolk, nicht älter wie ein Jahr. Also wirklich frische, schöne Naturwaben, die ausgeschmolzen werden, die haben die allerwenigste Belastung, dass sie eben nicht so lange im Volk verblieben sind. Mit dieser Qualität mache ich später die Mittelwände, ne, aus dem Frischwachs. Das sind hier diese Mittelwände hier. Die werden jetzt den Bienen wieder in die Rähmchen eingespannt, eingelötet. Das macht man übrigens tatsächlich, um die Honigerträge zu steigern. Bei mir mache ich das nicht aus Geldgier, sondern ich sage halt leider auch, ein Bienenvolk auf 100% Naturwaben ist wirklich eine wunderschöne Sache zu begutachten und ist auch ganz toll für die Bienen, wenn da nicht dieses kleine Problem wäre mit dem Nahrungsmangel. Und wenn man den Bienen jetzt zumindest im Honigraum die Mittelwandwaben gibt, dann haben wir einfach eine wesentlich bessere, ja, ein besseres Nahrungsmanagement. Mit eben dem Nachteil, dass wir dann eben schon unser Frischwachs wieder als Mittelwand in die Völker sozusagen zum zweiten Mal reinbringen und dann dem Bienenwachs logischerweise als Schwammeffekt mehr Zeit geben, wieder weitere Stoffe einzulagern. So, und wenn ich jetzt eine oder zwei Saisons noch mit den Mittelwandwaben, die die Bienen ja ausbauen mit ihren Zellen, weiter imker und meinen Honig darin produziere und schleudere, wenn die Waben mal 1 bis 2 Jahre alt sind, dann gehen die wieder in den Dampfhackschmelzer rein und dann ist es Altwachs. Laut der Definition, das sieht dann hier so aus, das ist auch ein Ticken dunkler, riecht allerdings nach Honig intensiver, weil eben hier die Bienen ja den Honig reingelagert haben. Ist klar, dass sich das im Geruch dann definiert. Riecht nicht mehr so ganz frisch süßlich, sondern eher aromatischer nach Honig. Und wenn ich die Waben halt ausschmelzen tue von Mittelwänden,
dann ist es eben die andere Charge Altwachs und das benutze ich wirklich nur noch zur Kerzenproduktion. Das sollte man aus Vorsichtsmaßnahmen nicht unbedingt für die Kosmetik benutzen. Ich komme da kurz auf das zurück, was ich gerade gesagt habe, dass eben in einer Wachsanalyse, so wie in jeder Lebensmittelanalyse, immer nur das analysiert ist, was vorgegeben ist. Und eventuelle Giftstoffe, die eben nicht bekannt sind oder auch einfach nicht analysiert werden aus XY-Gründen, die sehen wir ja nachher nicht in der Analyse. Ja, das heißt, rein aus der Vorsichtsmaßnahme, auch wenn mein Altwachs dieselben Werte hat in der Laboranalyse wie mein Frischwachs, nämlich nichts sichtbar, Gott sei Dank, muss ich, wenn ein Kunde mich fragt, ich möchte mit dem Bienenwachs Kosmetik herstellen, immer sagen, ja, bitte nimm das Kosmetikwachs, das ist aus Frischwaben, aus Naturwaben, neu gebaut, produziert und eben durch die Zeitspanne, wo im Bienenvolk drin war, wir doch wesentlich sicherer sein können, dass das Bienenwachs auch viel sauberer ist, wie das Altwachs. Okay, also hier sind wir jetzt eigentlich schon durch. Ich stelle jetzt gleich nochmal die Kamera hier auf, dass ihr wieder den Prozess sehen könnt, wie das Bienenwachs hier immer kälter wird und dann diese Verfärbung bekommt. Ich finde es immer so spannend zu beobachten, wie das passiert. Deswegen möchte ich euch das zeigen. Aber als erstes wollen wir doch mal hier die Nut nochmal abschaben mit dem Messer, damit es dann auch für den Verkauf stabil steht und nicht abbricht beim Kunde. Also ich hoffe natürlich, dass meine Erklärung zum Bienenwachs jetzt nicht komplett verwirrend war. Ist für mich auch nicht ganz einfach, hier parallel zu arbeiten. Ich habe immer das Gefühl, ich werde beobachtet, weil ich hier die Kamera auf dem Kopf habe. Da werde ich tatsächlich persönlich immer mal wieder leicht nervös. Deswegen hoffe ich, dass die Texte, die ich dann dabei sage, auch akkurat sind und nicht irgendwie wirrwarr werden. Ich muss natürlich auch sagen, ich bin ja hier kein gelernter YouTuber und alles, was ich hier zeige, ist mehr oder weniger Freestyle aus meiner Arbeit mit Bienen und mit Bienenprodukten. Wenn ihr Fragen habt, gerne ins Kommentarfeld reinschreiben. Ich versuche so gut wie es geht, alles zu beantworten. Cool, dann sind die jetzt auch fertig und jetzt kommt das, wo ich vorher nicht gemacht habe. Die Wachsklötze hier gehen wieder zurück in den Wachsklärautomat. Wenn das runterfällt, ganz genau gucken, ob nicht irgendein Dreck drauf klebt. Wenn da doch mit Dreck wäre, dann tue ich es hier in die Schale rein und das landet wieder im Dampfwachsschmelzer drin. Jo, das dauert jetzt hier ein paar Stunden, bis ich die rausholen werde. Also die kleinen Blöcke könnte ich theoretisch nach 40, 50 Minuten rausholen. Aber ich bin jetzt gleich in meinem Prozess hier mit der Mittelwandpresse. Und wenn ich die bediene, habe ich ja hier einen stetigen Rein-Raus-Kipp-Effekt vom Bienenwachs. Das heißt, hier meine Wachsoberfläche, die kommt in Wallung und somit werden wieder die kleinsten Dreckspartikel, wo eventuell noch vorhanden sind, gerade wieder hochgewirbelt. Wenn ich es dann rauslasse, dann habe ich es nachher hier in meinem Bienenwachs drin. Das heißt, für mich sind die Arbeitsprozesse auch an der Stelle einfach klar definiert. Erstmal wird, wenn das Wachs durch die Nacht ruhig geworden ist, nicht in Bewegung war, das Erste, was ich mache, Wachsklotzproduktion. Das nächste, was ich dann mache, ich mache die Mittelwände und am nächsten Tag hole ich wieder meine Klötze raus und befülle alles von vorne. So, und jetzt zeige ich euch zum Abschluss eben, da mache ich dann auch einen Zeitraffer an. Das heißt, nicht verwundern, das, was ihr vielleicht nachher in 20, 30 Sekunden seht, ist dann wahrscheinlich hier die Ansicht von den nächsten 20 Minuten. So, dann gucken wir mal, wie wir das hier aufbauen können am klügsten.
was im Weg. Dann würde ich das doch jetzt mal so lassen. Jawohl. Ich sag dann schon mal Tschüss. Macht's gut, viel Spaß, bis zum nächsten Video.